Nichts in der Biologie macht Sinn, außer im Licht der Evolution. Das ist der Ursprungssatz. Nicht umsonst haben wir dieses Zitat von Theodosius Dobzhansky leicht verändert unserer Veranstaltung vorangestellt. Denn es ist tatsächlich so, nichts ergibt Sinn, außer im Licht der Evolution. Wer diesen Satz begreift, wird zwangsläufig ein anderes Menschenbild entwickeln, am Ende vielleicht sogar weniger homozentrisch und egozentrisch sein, denn er versteht, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind und eben nicht Gottes Meisterstück, sondern quasi der Neandertaler von morgen. Wir sind das aktuell lebende Ende einer ununterbrochenen Kette von Leben, das sich seit 3,5 Milliarden Jahren entwickelt und das morgen wahrscheinlich anders aussehen wird als heute. Umso unverständlicher ist es, dass zwar die biblische Schöpfungsgeschichte schon in der Grundschule gelehrt wird, die Tatsache der Evolution aber, wenn überhaupt, erst meistens in der 10. Klasse, denn Evolution ist die Matrix, die alles durchdringt und allem zugrunde liegt. Dass sich unser Körper evolutionär entwickelt hat und es Gründe dafür gibt, warum wir heute aussehen, wie wir aussehen und dass wir können, was wir können, ist zum Glück inzwischen weithin verinnerlicht. Aber die meisten übertragen diese Erkenntnis nicht auf unser Denken, Fühlen und Handeln. Es gibt noch immer die weit verbreitete Idee von einem biologischen Körper und einem irgendwie unabhängig davon darüber schwebenden Geist. Dabei unterliegen auch unser Bewusstsein, unsere Ethik und Ästhetik, unsere Kultur evolutionären Prozessen, denn Evolution ist überall und Evolution bedeutet Wandel. Was das alles für uns heißt und welche Erkenntnisse wir entwickeln sollten, das wird uns jetzt Michael Schmidt-Salomon erklären. Er ist den meisten hier sicher bekannt. Für diejenigen, denen er nicht bekannt ist, Michael Schmidt-Salomon ist Philosoph und Autor. Unter anderem hat er das Manifest des evolutionären Humanismus geschrieben. Er ist Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, die den evolutionären Humanismus popularisiert. Und er ist einer der Projektleiter des EvoKids-Projekts, das sich seit Jahren dafür einsetzt, dass Evolution endlich in den Lehrplan der Grundschulen kommt und dafür jede Menge Material für die Klassen 1 bis 4 entwickelt hat. Und EvoKids ist auch Schirmherr dieser Woche gewesen. Also, viel Info. Bitte begrüßen Sie mit einem großen Applaus Michael Schmidt-Salomon. Ja, herzlichen Dank, Eva, für die nette Einführung. Herzlichen Dank auch für die Einladung nach Düsseldorf, der ich sehr gerne natürlich gefolgt bin. Wir haben es gerade gehört, das Motto der EvoKids-Tage, nichts ergibt Sinn außer im Licht der Evolution, greift auf den Titel eines Aufsatzes des Genetikers und Evolutionsbiologen Theodosius Dobzhansky zurück. Allerdings hatte Dobzhansky seine Aussage 1973 mit einer wichtigen Einschränkung versehen, denn der Titel seines Aufsatzes lautete: Nichts in der Biologie ergibt Sinn, außer im Licht der Evolution. Ich werde versuchen, in meinem Vortrag aufzuzeigen, dass wir dieses Dobzhansky-Zitat heute zu Recht verallgemeinern dürfen, denn das Verständnis der Evolution spielt auch außerhalb der Biologie eine entscheidende Rolle. Genau darum wird es im ersten Teil meines Vortrags gehen, indem ich die Grundzüge einer universellen Evolutionstheorie skizzieren werde. Im darauffolgenden zweiten Teil, in dem ich unter anderem auf den aktuellen Klimawandel eingehe, wird es dann etwas praktischer werden. Dort nämlich werden wir uns mit der Frage beschäftigen, inwiefern uns eine solche universelle evolutionäre Perspektive dabei helfen kann, uns besser in dieser Welt zu verorten und angemessener auf die Herausforderungen zu reagieren, mit denen wir heute konfrontiert sind. Erster Teil: Ist Evolution wirklich überall? Anscheinend.
20 Jahre bevor Theodosius Dobzhansky seinen berühmten Aufsatz in der Zeitschrift The American Biology Teacher veröffentlichte, hatte ein anderer bedeutender Evolutionsbiologe die Formulierung im Lichte der Evolution bereits in einer sehr ähnlichen Weise verwendet, nämlich Julian Huxley, der Begründer des evolutionären Humanismus und erster Generaldirektor der UNESCO. In seinem 1953 erschienenen Buch Evolution in Action schrieb Huxley, Zitat: Die mittelalterliche Theologie drängte die Menschen an das menschliche Leben im Lichte der Ewigkeit zu denken, subspecie aeternitatis. Ich versuche es zu überdenken, subspecie evolutionis, im Lichte der Evolution. 5 Jahre später griff Huxley diesen Gedanken dann noch einmal auf, wobei er klarstellte, dass er die Bedeutung der Evolutionstheorie im Kontrast zu der späteren Aussage von Dobzhansky keineswegs bloß auf das Gebiet der Biologie beschränken wollte. Zitat: Die Menschen begannen, die Evolution von Weltennebeln und Sternen, von Sprachen und Werkzeugen, von chemischen Elementen, von sozialen Organisationen zu untersuchen. Sie gingen am Ende dazu über, das ganze Universum subspecie evolutionis, also im Lichte der Evolution, zu betrachten und aus dem Begriff der Entwicklung ein allumfassendes Konzept zu machen. Diese Verallgemeinerung von Darwins Grundidee der Evolution auf natürlichem Wege vermittelt uns eine neue Sicht vom Kosmos und von unserer menschlichen Bestimmung. Alles Bestehende, so Huxley dann weiter, kann in gewisser Hinsicht als Evolution bezeichnet werden. Die biologische Evolution ist nur ein Sektor oder eine Phase des allgemeinen Evolutionsprozesses. Außerdem gibt es noch den anorganischen oder kosmischen und den psychosozialen oder menschlichen Sektor. Die verschiedenen Phasen folgen zeitlich aufeinander, die späteren fußen auf den früheren und entwickeln sich aus ihnen. Auf diese Weise entwickelte Huxley die ersten Ansätze zu einer universellen Evolutionstheorie, das heißt zu einer vereinheitlichten Betrachtungsweise des Universums, die sowohl die Wandlungsprozesse beleuchtet, die der Welt des Lebendigen vorangegangen sind, etwa die kosmische oder die chemische Evolution, als auch jene, die später erst auf Basis der biologischen Evolution erfolgten, etwa die Evolution des Bewusstseins, der Sprache, der Technik, der Medizin, der Wissenschaften und der Künste. Erst allmählich beginnen wir die Fruchtbarkeit dieses Denkansatzes zu begreifen. Mein Stiftungskollege Gerhard Vollmer hat 2017, rund 60 Jahre nach Huxleys Veröffentlichung, ein über 600 Seiten starkes Buch mit dem Titel Im Lichte der Evolution vorgelegt, das aufzeigt, wie stark die evolutionäre Perspektive bereits in unterschiedlichste wissenschaftliche Disziplinen vorgedrungen ist. Das Spektrum reicht von der evolutionären Archäologie, der evolutionären Chemie, Geologie und Institutionentheorie über die evolutionäre Kosmologie, Kunsttheorie, Linguistik und Medizin bis hin zur evolutionären Rechts-, Wirtschafts- und Wissenschaftstheorie, um hier nur einige dieser aktuellen Forschungsfelder aufzulisten. Selbstverständlich meint Evolution auf diesen unterschiedlichen Gebieten nicht immer exakt dasselbe. So finden wir in der chemischen Evolution andere Wirkmechanismen vor als etwa in der biologischen oder in der kulturellen Evolution. Wir können daher nicht einfach die Mechanismen der biologischen Evolution auf andere Evolutionsprozesse übertragen. Dennoch müssen natürlich einige Mindestkriterien gegeben sein, um vernünftigerweise von Evolution sprechen und evolutionäre von nicht-evolutionären Systemen unterscheiden zu können. Doch welche Kriterien bieten sich an, um Evolution zu definieren? Ich möchte hier 3 zentrale Merkmale vorschlagen, die, wie mir scheint, für evolutionäre Prozesse charakteristisch sind. Erstens, qualitativer Wandel.
Im Verlauf der Evolution kommt es nicht nur zu quantitativen Veränderungen, es treten qualitativ neue Strukturen auf, die es so zuvor im Universum noch nicht gegeben hat. Dabei ist dieser Wandel zumindest zeitweise mit einem Anstieg der Komplexität der Ordnung verbunden, auch wenn der Verfall komplexer Ordnungen ebenfalls mit dem evolutionären Geschehen einhergeht. Die Evolution ist in dieser Hinsicht sowohl kreativ als auch zerstörerisch. Zweites Merkmal: Veränderung durch Variation und Selektion, Zufall und Notwendigkeit. Die Evolution bringt auf unterschiedlichsten Ebenen unterschiedliche Varianten hervor, die unterschiedlich erfolgreich sind und entsprechend selektiert werden. Dieses Geschehen unterliegt dem Wechselspiel von Zufall und Notwendigkeit. Das bedeutet, dass Systeme, die rein deterministisch funktionieren, wie ein perfektes Uhrwerk, oder die auf bloßem Zufall beruhen, wie ein Würfelspiel, sich nicht evolutionär weiterentwickeln können. Wir brauchen beides. Und das dritte Merkmal, klingt ein bisschen steif, weitgehende Unumkehrbarkeit der Selektionsergebnisse. Jedes evolutionär entstandene System trägt die eingefrorenen Zufälle und Notwendigkeiten der Vergangenheit in sich. Die Evolution kann daher stets nur mit den Strukturen arbeiten, die sich bereits entwickelt haben, und sie kann auch nicht einfach auf eine frühere Entwicklungsstufe zurückkehren, wie ein Computerbetriebssystem, das zur Lösung eines neu aufgetretenen Problems auf eine vorangegangene Version zurückgesetzt wird. Und deshalb schlagen die Wirkmechanismen, die sich in einer früheren evolutionären Phase entwickelt haben, notwendigerweise dann auf die späteren Evolutionsstufen durch. So hat die Evolution des Universums die Evolution der Atome bestimmt, die Evolution der Atome, die Evolution der chemischen Moleküle, die Evolution der Moleküle, die Evolution biologischer Zellen, die Evolution der Zellen, die Evolution der Organismen, die Evolution der Organismen, die Evolution des Bewusstseins und die Evolution des Bewusstseins, die Evolution menschlicher Kulturen. Zwar treten auf höheren Evolutionsebenen stets neue Varianten auf, aber diese sind immer begrenzt durch die Gesetzmäßigkeiten, die sich auf den vorangegangenen Ebenen bereits entwickelt haben. Und das gilt selbstverständlich auch für uns Menschen. So bemerkenswert die Leistungen auch immer sein mögen, die Menschen im Verlauf der kulturellen Evolution erbracht haben, wir können uns sehr sicher sein, dass es keinem Menschen jemals gelungen ist, irgendetwas zu tun, das außerhalb des Spektrums des biologisch, chemisch oder physikalisch Möglichen lag. Soweit jetzt in aller Kürze zu diesen abstrakten Mindestkriterien, die wir, wie ich meine, einer universellen Evolutionstheorie zugrunde legen müssen. Schauen wir uns nun an, wie wir die Geschichte unseres Universums vom Urknall bis heute mithilfe dieser vereinheitlichten Sichtweise beschreiben können. Davor erstmal einen Schluck. In Anlehnung an ein hinreichend bekanntes Buch könnte man formulieren, am Anfang war nicht das Wort, sondern die Quantenfluktuation. Genauer, ein wohl rein zufälliges, minimales Missverhältnis von einer Milliarde und eins Teilchen zu einer Milliarde Antiteilchen. Für ein solches Anfangsmodell der kosmischen Evolution spricht, dass wir für jedes Proton im Universum etwa eine Milliarde Photonen, also Lichtteilchen in der kosmischen Hintergrundstrahlung feststellen können, die vermutlich aus der gegenseitigen Auslöschung von Materie und Antimaterie nach dem Urknall übrig geblieben sind. Dieses Erklärungsmodell ist natürlich spekulativ. Doch immerhin wissen wir, dass im leeren Raum, also dort, wo eigentlich rein gar nichts existieren sollte, fortwährend Quantenfluktuationen auftreten. Das heißt, es entstehen in diesem scheinbaren Nichts permanent Teilchen und Antiteilchen, die sich sofort nach ihrer Entstehung gegenseitig wieder auslöschen, was auch zu messbaren Effekten führt. Hiervon ausgehend hat der Physiker Lawrence Krauss postuliert, dass ein echtes, raum- und zeitloses Nichts
nicht nur virtuelle Teilchen, sondern auch virtuelle Universen hervorbringen könnte, die in der Regel, ähnlich wie virtuelle Teilchen, nur für einen extrem kurzen Zeitraum existieren. Es sei denn, es kommt zu jenem äußerst bemerkenswerten Phänomen der kosmischen Inflation. Den Berechnungen der Inflationstheoretiker zufolge blähte sich unser zu Beginn mikrokosmisch kleines All innerhalb von nur 10 hoch minus 30 Sekunden, das ist sehr kurz, auf das 10 hoch 30-fache aus. Das ist etwa so, als würde sich urplötzlich eine 1 Zentimeter große Münze auf das 10-Millionenfache der Milchstraße vergrößern, wie es mein Stiftungskollege Rüdiger Waas einmal anschaulich beschrieben hat. Einige Forscher wie Lee Smolin vermuten darüber hinaus, dass der Geburt unseres Universums ein Selektionsprozess vorangegangen ist, der jenem ähnelt, der zur Entstehung und Veränderung biologischer Arten führt. Entsprechend der Multiversumshypothese, die heute von vielen theoretischen Physikern akzeptiert wird, könnten ständig neue Universen entstehen, von denen einige nur für extrem kurze Zeit existieren, während andere sehr viel langlebiger sind und sich dabei, wie Smolin meint, möglicherweise sogar mit Hilfe schwarzer Löcher fortpflanzen können. Dabei sollen die grundlegenden physikalischen Parameter in diesen verschiedenen Universen unterschiedlich eingestellt sein, sodass nur in einigen von ihnen exakt jene Bedingungen vorherrschen, die die Entstehung von komplexen Systemen, von Sternen, Planeten oder gar von Leben ermöglichen. Unser Universum gehört offenkundig zu den langlebigen und potenziell lebensfreundlichen Universen, denn ansonsten wären wir nicht hier. Diesem Modell zufolge gingen aus der kosmischen Evolution also nicht nur Raum und Zeit, sondern auch die physikalischen Gesetze hervor, nach denen sich seither alle Materie, ob belebt oder unbelebt, richtet. Auf Basis dieser Gesetze kam es dann kurz nach dem Urknall zur intergalaktischen Evolution, die allmählich Sterne und Galaxien entstehen ließ. Auch hier traten Selektionsprozesse auf, denn einige Himmelskörper verschwanden schon nach kurzer Zeit, während andere noch für Jahrmilliarden fortexistieren werden. Dieser Aufstieg und Niedergang der Sterne war, wie wir wissen, für die spätere Entwicklung auf der Erde von entscheidender Bedeutung. Denn erst im Inneren der Sterne, beziehungsweise im Zuge ihrer dramatischen Untergänge, wurden die schweren Elemente geboren, die dank ihrer besonderen Eigenschaften zu den Triebkräften der chemischen Evolution wurden. Wie bei der kosmischen und intergalaktischen Evolution fanden auch bei der chemischen Evolution Selektionsprozesse statt, denn einige Verbindungen der Elemente erwiesen sich als flüchtig, andere als höchst stabil. Als besonders bindungsfreundlich entpuppte sich dabei das Kohlenstoffatom, auf dem alle organischen Moleküle und irdischen Lebensformen aufgebaut sind. Nachdem sich in den warmen Tümpeln oder in den heißen Quellen, wie wir gestern gelernt haben, der jungen Erde im Zuge der chemischen Evolution aus anorganischen Verbindungen immer mehr organisches Material gebildet hatte, kam schließlich die biomolekulare Evolution in Gang, bei der sich zwei Makromoleküle aufgrund ihrer Eignung zur Vervielfältigung als besonders durchsetzungsfähig zeigten, nämlich RNA und DNA. Die ersten Proto-Lebewesen, die vor mehr als 3 Milliarden, vielleicht 4 Milliarden Jahren schon auf der Basis von RNA-Verdoppelungen entstanden sind, sogenannte Ribozyten, sowie die ersten Lebewesen mit DNA, Bakterien und Archaeen, unterschieden sich von ihrer unbelebten Umwelt nicht dadurch, dass ihnen eine wie auch immer geartete Seele eingehaucht worden wäre, sondern schlicht und ergreifend durch den höheren Grad der in ihnen gespeicherten Information. Also durch das komplexere Information gebracht sein der materiellen Bestandteile der Zellen.
Schließlich beruhte ihr Aufbau nicht bloß auf den Ergebnissen der kosmischen, intergalaktischen und chemischen Evolution, sondern zusätzlich auch auf den langwierigen Selektionsprozessen, die während der biomolekularen Evolution stattgefunden hatten. Im Zuge der nun beginnenden biologischen Evolution fanden weitere folgenreiche geschichtliche Ereignisse statt, ohne die es uns heute nicht gäbe. Unter anderem die Endosymbiose vor etwa 2,2 Milliarden Jahren, bei der sich zwei Einzeller zufällig zu einer Zelle mit Zellkern und Organellen vereinigten. Ein phänomenales Ereignis in der biologischen Evolution. Dann die Entstehung der ersten Mehrzeller vor 600 Millionen Jahren, womit die zuvor eigenständigen, einzelligen Lebewesen unter das Diktat eines Organismus gebracht worden sind. Auch ein unvorstellbarer Vorgang. So wie wenig später dann die Erfindung der Sexualität, die durch die Kombination von mütterlichen und väterlichen Genen maßgeblich zur Vielfalt der Arten beitrug und die natürlich auch unser heutiges Lebensgefühl fundamental bestimmt. Die weitaus längste Zeit war die biologische Evolution mit der Hervorbringung einfach strukturierter, einzelliger Lebewesen beschäftigt. Die Entwicklung mehrzelliger Organismen verlief demgegenüber recht flott. Schon vor 540 Millionen Jahren schwammen die ersten Fische durch das Wasser. Vor 415 Millionen Jahren betraten mit den Amphibien die ersten Landlebewesen oder Wirbeltiere das Land. Vor 360 Millionen Jahren entstanden die ersten Reptilien, vor etwa 250 Millionen Jahren die ersten Dinosaurier. All dies wäre nicht möglich gewesen ohne die Entwicklung von Organen und die damit verbundene Ausdifferenzierung verschiedener Zelltypen, wodurch das nächste Level im evolutionären Spiel erreicht wurde. Auf dieser höheren biologischen Spielebene evolvierten dann zunächst einfache Nervennetze zu komplexen Nervensystemen, aus denen später bei Arten, die einem entsprechenden Selektionsdruck ausgesetzt waren, dann immer leistungsfähigere Gehirne erwuchsen, die es den Organismen ermöglichten, sehr viel flexibler auf Umweltreize zu reagieren. Mit dieser immer ausgefeilteren neuronalen Struktur ging dann eine kontinuierliche Veränderung des tierlichen Bewusstseins einher, von der eher diffusen Wahrnehmung angenehmer und unangenehmer Reize hin zu fein ausdifferenzierten, komplexen Gefühlswelten, von schematischen, instinktiven Verhaltensweisen hin zu sehr flexiblen, intelligenten Problemlösungsstrategien. Besonders weit führte dieser Prozess offenkundig bei einer anfangs recht unauffälligen Gruppe kleiner, pelziger Landwirbeltiere, die sich nach dem Untergang der Dinosaurier über den ganzen Erdball ausbreiteten. Vor 23 Millionen Jahren gingen aus ihnen die ersten Menschenaffenarten hervor, die sich bereits durch sehr viel komplexere und größere Gehirne auszeichneten. Eine dramatisch fortschreitende Hirnentwicklung trat allerdings erst vor 2 Millionen Jahren mit der Entstehung des Homo erectus auf. Offenkundig besetzte er eine ökologische Nische, in der die Hirnentwicklung mit besonderen Überlebensvorteilen verbunden war. Jedenfalls wurden die menschlichen Gehirne über Jahrhunderttausende dahingehend optimiert, dass sie zunehmend besser in der Lage waren, neue Lernerfahrungen zu machen und das Neugelernte an die nachkommenden Generationen weiterzugeben, womit dann schließlich auch die Voraussetzungen für den Start der kulturellen Evolution erfüllt waren. Dieser kulturelle Evolutionsprozess verlief anfangs recht schleppend, vergleichbar mit dem Beginn der biologischen Evolution, die ebenfalls lange brauchte, um richtig in Gang zu kommen. Doch mit der Erfindung von Medien, die es ermöglichten, Informationen auch außerhalb biologischer Systeme abzuspeichern, also beispielsweise Erbinformationen oder Gehirnen, mit der Erfindung von Medien wie Schrift und dann später natürlich der Buchdruck bis heute zum Internet, beschleunigte sich dieser Prozess oder diese Prozessgeschwindigkeit deutlich.
Die Menschen schufen im Zuge der kulturellen Evolution immer komplexere gesellschaftliche Institutionen, Religionen, Philosophien, Technologien und so weiter. Diese lösten etwa ab dem Jahr 1800 so starke globale Veränderungen aus, dass die Menschheit zu einem geologischen Faktor wurde, weshalb sich einige Forscher mittlerweile gezwungen sehen, von einem neuen Erdzeitalter zu sprechen, dem Anthropozän, womit wir in der Gegenwart angekommen sind. Ich habe den Eindruck, dass sich mithilfe einer solchen universellen Evolutionstheorie die Geschichte unseres Universums nicht nur adäquat, sondern auch sehr elegant beschreiben lässt. Wie gesagt, die Grundannahme dieser Theorie besteht darin, dass Evolution, also das Wechselspiel von Zufall und Notwendigkeit, von Aufbau und Zerstörung, ein grundlegendes Prinzip des Universums, vielleicht sogar des Multiversums ist, dass also Zufall und Notwendigkeit nicht nur in der belebten Natur, sondern auch in der unbelebten Natur neue Strukturen entstehen lassen, die zur Grundlage weiterer Wandlungsprozesse werden. Plausibel erscheint mir diese These vor allem deshalb zu sein, weil wir auf biologischer Ebene wohl keine evolutionären Prozesse beobachten könnten, wenn diese nicht schon in den grundlegenden physikalischen Ebenen angelegt wären. Wissenschaftstheoretisch interessant daran ist, dass eine solche Betrachtungsweise der Welt im Lichte der Evolution dazu beitragen könnte, die tiefen Gräben zu überbrücken, die zwischen den Natur- und Ingenieurswissenschaften einerseits und den Geistes- und Sozialwissenschaften andererseits entstanden sind. Schließlich sind die unterschiedlichen Phänomene, die wir auf physikalischer, chemischer, biologischer und kultureller Ebene beobachten können, Ausdruck ein und desselben, wenn auch ungeheuer komplexen evolutionären Geschehens. Geistes- und Sozialwissenschaftler sollten hieraus den Schluss ziehen, dass sie sich unbedingt mit den Ergebnissen der naturwissenschaftlichen Forschung beschäftigen sollten, da eine Aussage, die bereits auf physikalischer, chemischer oder biologischer Ebene falsch ist, im kulturellen Rahmen nicht plötzlich richtig sein kann. Philosophinnen, Psychologinnen oder Soziologinnen, die naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse ignorieren, laufen daher Gefahr, keine relevanten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erzeugen, sondern bloß eleganten Unsinn. Auf der anderen Seite sollten Naturwissenschaftlerinnen davon ablassen, komplexe kulturelle Phänomene auf biologische, chemische oder gar physikalische Wirkprozesse reduzieren zu wollen, da hierbei wesentliche Aspekte der Wirklichkeit verloren gehen. Naturwissenschaftlerinnen sollten sich vor allem deshalb mit den Geistes- und Sozialwissenschaften beschäftigen, weil ihre Forschung in die kulturelle Evolution unserer Spezies eingebettet ist, was zur Folge hat, dass zeit- und kulturbedingte Voreingenommenheiten leicht unbemerkt in die empirische Forschung einfließen, wenn diese nicht kritisch reflektiert werden. Naturwissenschaftlerinnen, die geistes- und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zur Wissenschaftstheorie oder zur Wissenssoziologie ignorieren, die laufen Gefahr, in ihrer Forschung ideologischen Denkschablonen zu folgen, ohne dies überhaupt zu merken. Halten wir fest, diese vereinheitlichte Betrachtungsweise, die uns eine universelle Evolutionstheorie ermöglicht, die könnte ein gutes Rahmenkonzept sein für eine Einheit des Wissens, die der disziplinären Zersplitterung der Wissenschaften entgegenwirkt und den oftmals unproduktiven Streit zwischen den Vertreterinnen unterschiedlicher Disziplinen überwindet, etwa zwischen soziologischen Genderforscherinnen, welche die Existenz des biologischen Geschlechts in Abrede stellen, und Evolutionsbiologen, welche die Bedeutung sozialer Geschlechterrollen unzulässig ausblenden. Eine konsequente evolutionäre Perspektive hätte allerdings nicht nur den Vorteil, dass wir die Welt, die uns umgibt und deren Teil wir sind, besser verstehen würden. Sie könnte uns auch dazu helfen, angemessener auf die Herausforderungen zu reagieren, denen wir uns in einer sich wandelnden Welt stellen müssen. Und damit komme ich zu meinem zweiten Teil. Das Universum, das wir beobachten können, verfügt über exakt jene Eigenschaften, die es haben müsste, wenn sich dahinter kein göttlicher Heilsplan, sondern bloß
das blinde Walten von Zufall und Notwendigkeit verbirgt. Aus diesem Grund ist die Erde auch kein Paradies, in dem wir in ewiger Glückseligkeit fortexistieren könnten. Sie bietet uns bloß, und auch das nur innerhalb eines eng begrenzten Zeitfensters, eine halbwegs stabile ökologische Nische, in der aufrechtgehende Primaten einigermaßen komfortabel leben und sich vermehren können. Wie labil das ökologische System ist, in dem wir leben, ist heute vielen Menschen durch die Debatten zum Klimawandel bewusst geworden. Es ist inzwischen hinreichend, mehr als hinreichend belegt, dass wir durch unsere Produktions- und Konsumptionsweise zu einem gesteigerten Treibhauseffekt und damit verbunden zu einem erdgeschichtlich rasanten Anstieg der globalen Temperaturen beitragen. Es sollte daher klar sein, dass wir möglichst bald wirksame Gegenmaßnahmen einleiten müssen, da ein ungebremster Klimawandel schreckliche Konsequenzen für die menschliche Zivilisation wie auch für einen Großteil der heute existierenden nichtmenschlichen Tierwelt haben würde. Allerdings, und auch das gehört zwingend zu einer evidenzbasierten Betrachtungsweise der Welt, der hohe Anteil von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre, der uns heute so große Sorgen bereitet, hat vor nicht allzu langer Zeit einen wohl noch verheerenderen Klimawandel verhindert, nämlich den Beginn einer neuen Kaltzeit innerhalb der gegenwärtigen Eiszeit. Um das verständlich zu machen, muss ich ein bisschen weiter ausholen. In den längsten Phasen der Erdgeschichte, man kann es auch hier an den Wänden sehen, gab es kein Eis an den Polen. So fand der Aufstieg der Dinosaurier und später auch der Aufstieg der Säugetiere in einem Warmzeitalter statt, bei der die globale Temperatur deutlich höher lag als heute. Die gegenwärtige Eiszeit begann vor 2,6 Millionen Jahren, weshalb wir alle uns mit Fug und Recht als Eiszeitmenschen bezeichnen können. Glücklicherweise leben wir jedoch in einem Interglazial, das heißt in einer gemäßigten Warmzeit innerhalb einer Eiszeit. Das gegenwärtige Interglazial, das sogenannte Holozän, auf das die menschliche Zivilisation, so wie wir sie kennen, angepasst ist, begann vor etwa 12.000 Jahren. Insofern müssten wir eigentlich damit rechnen, dass es mit den für uns angenehmen milden Temperaturen schon recht bald vorbei sein könnte, denn derartige Warmzeiten innerhalb eines Eiszeitalters haben im Durchschnitt nur die Dauer von 12.000 bis 15.000 Jahren. Seit längerem war schon bekannt, dass der Übergang von einer interglazialen Warmzeit, also einer Warmzeit innerhalb eines Eiszeitalters, in eine glaziale Kaltzeit, der Kaltzeit innerhalb eines Eiszeitalters, vom Grad der Sonneneinstrahlung und der Größenordnung der in der Atmosphäre enthaltenen Treibhausgase bestimmt wird. Exaktere Erkenntnisse hierzu liegen uns erst seit 2016 vor, nämlich dank eines, wie ich meine, spektakulären Artikels, den Andrei Ganopolsky zusammen mit zwei weiteren Kollegen vom Potsdamer Institut für Klimafolgenabschätzung im Fachmagazin Nature veröffentlicht hat. Die Forscher konnten nicht nur die Bedingungen bestimmen, die für den Übergang von einer interglazialen Warmzeit zur glazialen Kaltzeit verantwortlich sind, sie fanden auch heraus, dass die Menschheit in der jüngsten Vergangenheit nur sehr knapp dem Schicksal einer Kaltzeit entronnen ist. Hätte nämlich der Kohlenstoffdioxidgehalt im 18. Jahrhundert nur 240 ppm parts per million statt der tatsächlichen 280 ppm betragen, wären jene fatalen, selbstverstärkenden Prozesse eingeleitet worden, die uns aus dem angenehmen Holozän heraus und in eine ungemütliche neue Kaltzeit hineingeführt hätten. Bei der Frage, warum der Kohlenstoffdioxidgehalt im 18. Jahrhundert um diese minimal erscheinen, aber höchst bedeutsamen 0,004 Prozentpunkte höher lag, stießen die Forscher unter anderem auf den Einfluss des Menschen in der vorindustriellen Zeit. Etwa
auf die weitflächige Abholzung von Wäldern, welche die Reduzierung des überschüssigen Kohlendioxids im Zuge der Photosynthese verhindert hat. Also die Abholzung von Wäldern hat die Photosynthese verhindert, wodurch mehr Kohlendioxid in der Luft war. Und dies ist nun wahrlich ein bemerkenswerter Befund. Denn die Erkenntnis, dass das Abholzen von Wäldern in der Vergangenheit eine verheerende ökologische Katastrophe verhindert hat, widerspricht völlig unseren moralischen Intuitionen, die letztlich auf einem romantischen Naturbild gründen. Aber das zeigt nur, dass das romantische Naturverständnis an der Realität vorbeizieht. Die Natur ist eben nicht gut und der Mensch ist nicht böse. Wir müssen sehr viel genauer hinschauen, um die ökologischen Wechselwirkungen zu verstehen, die unser Überleben garantieren. Inzwischen ist der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre von den 280 ppm im 18. Jahrhundert auf über 400 ppm angestiegen und er wird sich in der nahen Zukunft weiter erhöhen. Granopolsky und seine Kollegen kamen daher zu dem Schluss, dass wir angesichts der Halbwertszeit von Kohlendioxid von 35.000 Jahren wohl in den nächsten 100.000 Jahren nicht mit dem Ausbruch einer neuen Kaltzeit rechnen müssen. Dem menschlichen Einfluss ist es also zu verdanken, dass das Holozän ein außergewöhnlich lang andauerndes Interglazial werden könnte. Es sei denn, wir kriegen unsere Treibhausgasemissionen nicht in den Griff. Denn dann könnte aus der interglazialen Warmzeit ein echtes Warmzeitalter werden, also ein neues Erdzeitalter ohne Eis an den Polen. Zwar würde die menschliche Zivilisation in einer solchen Warmzeit wohl einen Tick eher noch überleben können als in einer glazialen Kaltzeit, aber die ökologischen, sozialen, kulturellen Verwerfungen, die im Übergang vom Eiszeitalter zum Warmzeitalter stattfinden würden, hätten katastrophale Ausmaße. Wir lernen aus alledem, dass Darwins berühmter Satz, nichts ist beständiger als der Wandel, selbstverständlich auch für das Weltklimasystem gilt. Wir Menschen müssen uns den Wandlungsprozessen der Erde anpassen, beziehungsweise, sofern möglich, alles Erdenkliche dafür tun, um zu verhindern, dass diese Wandlungsprozesse unsere angestammte ökologische Nische zerstören. Zwar muss auf dem Gebiet der Klimaforschung beziehungsweise des natürlichen und technischen Geoengineerings noch sehr viel mehr geforscht werden, aber im Grunde wissen wir bereits heute, was dringend getan werden müsste. Etwa, dass wir im Unterschied zu den vorangegangenen Generationen die Wälder aufforsten statt abholzen müssen, um eine ökologische Katastrophe zu verhindern. Das entscheidende Problem besteht nicht in fehlendem Wissen. Es besteht vielmehr darin, dass die Menschheit nicht als ein entschlossenes Kollektiv handelt, das sich seiner planetaren Verantwortung stellt, sondern stattdessen in einzelne Interessengruppen zerfällt, die sich gegenseitig bekämpfen und lähmen, weil sie meinen, ihre jeweils eigenen nationalen, kulturellen oder religiösen Borniertheiten pflegen zu müssen. Was uns also fehlt, ist ein globaler Orientierungsrahmen, eine planetare Perspektive, welche die zukunftstauglichen Traditionen, die sich im Verlauf der kulturellen Evolution entwickelt haben, in sich vereint und die zugleich dann aber auch die zerstörerischen Traditionen ausschließt, die einer produktiven Weiterentwicklung unserer Spezies im Wege stehen. Und genau an diesem Punkt kommt der evolutionäre Humanismus ins Spiel. Als Julian Huxley 1945 seinen Posten als erster Generaldirektor der UNESCO antrat, sah die Lage der Menschheit düster aus. Der Zweite Weltkrieg mit seinen Millionen von Toten war gerade zu Ende gegangen. Die unfassbaren Menschheitsverbrechen, die Nazi-Deutschland begangen hatte, traten allmählich erst ins öffentliche Bewusstsein. Zudem spitzte sich der Ost-West-Konflikt immer weiter zu, der die Menschheit in den nachfolgenden Jahrzehnten mehrmals an den Rand der atomaren Vernichtung bringen sollte. Wie bitteschön sollte angesichts dieser dramatischen Lage das Programm einer Weltorganisation für Bildung, Erziehung, Wissenschaft und Kultur aussehen? War der Auftrag der UNESCO nicht schon von vornherein zum Scheitern verurteilt?
Julian Huxley verfasste 1945 eine 60-seitige Schrift, in der er nicht nur die zentralen Funktionen der UNESCO beschrieb, also die Funktionen, die diese neu geschaffene Organisation erfüllen müsste, wie Kulturaustausch, Förderung unterentwickelter Länder. Er wies auch nachdrücklich darauf hin, dass dies alles nur auf der Basis eines sowohl wissenschaftlichen als auch humanistischen Rahmenkonzepts funktionieren könne. Die UNESCO, so Huxley, dürfe sich in ihrer Arbeit nicht auf die sich gegenseitig bekämpfenden, sich gegenseitig ausschließenden Religionen, philosophischen Denkschulen oder politischen Ideologien stützen, sondern müsste eine kosmopolitische Perspektive entwickeln, einen wissenschaftlichen Welthumanismus, wie er das damals nannte, der die Gräben zwischen den verschiedenen Schulen und Traditionen und Ideologien auf der Basis einer vereinheitlichten evolutionären Sicht auf die menschliche Natur und Kultur überwinden könne. Für diese klare Positionierung zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und humanistischen Grundwerten erntete Julian Huxley keineswegs nur Beifall, sondern vor allem auch heftige Kritik, insbesondere von den Vertretern oder konservativen Vertretern der Religionen. Auch das brachte ihn jedoch nicht davon ab, weiter in diese Richtung zu denken, was dann 1961 zur Veröffentlichung eines Sammelbandes zum evolutionären Humanismus führte. Worin unterscheidet sich dieser neue evolutionäre Humanismus nun von den vorangegangenen Varianten des Humanismus, die es ja schon lange gegeben hat? Ganz einfach. Der evolutionäre Humanismus begreift den Menschen nicht als Krone der Schöpfung, die sich von anderen Lebewesen kategorial unterscheidet, sondern betrachtet ihn konsequent subspecie evolutionis, also im Lichte der Evolution. Das bedeutet unter anderem, dass es keine scharfe Trennlinie zwischen Menschen und nichtmenschlichen Tieren gibt. Es bedeutet aber auch natürlich, dass wir Menschen, so klug wie auch immer sein mögen, dass wir nicht über übernatürliche Eigenschaften verfügen, etwa über einen über den materiellen Prozessen schwebenden Geist, der losgelöst vom Naturzusammenhang Entscheidungen treffen könnte. Wir nackten Affen sollten uns also nicht zu viel darauf einbilden, dass wir die Körperbehaarung abgeworfen und die Smartwatch angezogen haben. Evolutionär ist der evolutionäre Humanismus jedoch noch in einer anderen Hinsicht. Huxley war nämlich bewusst, dass das neue Denksystem nicht statisch bleiben dürfe, sondern sich parallel zum wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt weiterentwickeln müsse. Im Unterschied zu anderen Weltanschauungen, die sich dogmatisch gegen Neuerungen sperren, erhebt der evolutionäre Humanismus den Wandel zum Programm. Und aus eben diesem Grund unterscheidet sich der evolutionäre Humanismus, den Julian Huxley in den 1960er Jahren vertreten hat, in einigen Punkten sehr deutlich von dem evolutionären Humanismus, den ich oder die Giordano-Bruno-Stiftung heute vertreten. Und so wird sich auch der evolutionäre Humanismus der Zukunft, wenn es ihn denn noch geben sollte, in vielen Punkten maßgeblich von meinen heutigen Auffassungen unterscheiden. Der Grund dafür ist offensichtlich. Wir alle sind nun einmal gefangen in unserem jeweiligen kulturellen Zeitgefängnis, was zu zahlreichen Fehlannahmen führt, die wir in der Regel nicht erkennen können. Für evolutionäre Humanisten gibt es daher keine absoluten Dogmen, keine heiligen, also unantastbaren Schriften und auch keine unfehlbaren Propheten, welche die Wahrheit für sich gepachtet hätten. Stattdessen unterliegt alles der Kontinuität des Wandels. In Anlehnung an Karl Popper habe ich den kategorischen Imperativ des evolutionären Humanismus einmal so formuliert: Wir sollten lernen, falsche Ideen sterben zu lassen, bevor Menschen für falsche Ideen sterben müssen. Ja, danke. Bis hierhin haben wir gesehen, dass der evolutionäre Humanismus einem strikt evolutionären Programm folgt. Ungeklärt ist aber noch, worin das genuin humanistische dieses Denksystems besteht. Im Grunde ist die Antwort darauf einfach, da sie im Wort Humanismus bereits enthalten ist.
Wenn ein Theist sich dadurch auszeichnet, dass er an Gott glaubt, zeichnet sich ein Humanist dadurch aus, dass er an den Menschen glaubt. Kern jedes Humanismus ist der Glaube an den Menschen, und das bedeutet im Kontext des evolutionären Humanismus vor allem der Glaube an die Entwicklungsfähigkeit des Menschen. Das heißt, evolutionäre Humanisten und Humanistinnen vertrauen darauf, dass die Menschheit das Potenzial hat, lebensfreundlichere, gerechtere, freiere Verhältnisse zu schaffen als die, die wir heute vorfinden. Wer an diese prinzipielle Möglichkeit, nur eine Möglichkeit, partout nicht glauben kann, der ist kein Humanist, sondern Zyniker. Wir sehen, evolutionäre Humanisten sind weder Pessimisten, die meinen, dass die Welt ohnehin nicht mehr zu retten ist, noch Optimisten, die glauben, dass alles schon irgendwie gut gehen wird. Sie sind Possibilisten, die wissen, dass die Entwicklung unserer Spezies unterschiedlichste Richtungen einschlagen kann und dass das Wohlergehen künftiger Generationen nicht zuletzt auch von den Entscheidungen abhängt, die wir selbst in unserem Leben treffen werden. Kennzeichnend für evolutionäre Humanistinnen ist es also, dass sie zwar mit dem Schlimmsten rechnen, aber auf das Beste hoffen. Die Frage freilich ist, ob eine solche Hoffnung rational begründet werden kann. Haben wir wirklich gute Belege dafür, dass der Glaube an die Entwicklungsfähigkeit des Menschen mehr ist als nur eine trügerische Illusion? Ich meine ja. Denken Sie nur daran, welche fantastische Leistung die Menschheit im Verlauf der kulturellen Evolution in der Wissenschaft, der Philosophie, der Kunst, der Medizin, der Technik erbracht hat und wie aufopferungsvoll sich viele unserer Artgenossen darum bemüht haben, diese Welt zu einem besseren, gerechteren Ort zu machen. Nur aus diesem Grund stehen wir heute in fast jeder Hinsicht besser da als die Menschen vergangener Zeiten. Und es wäre schon ziemlich anmaßend zu meinen, dass ausgerechnet wir, die Menschen am Anfang des 21. Jahrhunderts, den absoluten Höhepunkt der menschlichen Kulturentwicklung darstellen würden. Sehr viel wahrscheinlicher oder zumindest ein Tick wahrscheinlicher ist es da doch, dass auch die nachfolgenden Generationen etwas dazulernen werden, dass sie in den kommenden Jahrzehnten und Jahrhunderten Fortschritte machen werden und dass sie dabei ein Entwicklungsniveau wahrscheinlich erreichen, das wir heutigen uns nicht einmal ansatzweise vorstellen können. Vorausgesetzt ist dabei natürlich, dass wir hier und heute unsere Hausaufgaben erledigen und unserer planetaren Verantwortung gerecht werden. Wie ich bereits gesagt habe, sind wir vor wenigen Jahrhunderten nur mit unverschämtem Glück der ökologischen Katastrophe einer glazialen Kaltzeit entkommen. Auf ein solches Glück können wir uns heute nicht mehr verlassen. Immerhin, man kann es durchaus als eine glückliche Fügung begreifen, dass wir die Folgen der Klimaerwärmung erst heute zu spüren bekommen und dass es nicht schon vor 100 oder 200 Jahren passiert ist. Denn damals hätten wir weder das Wissen noch die Technologie verfügt, um wirksame Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Zudem steht uns mit dem Internet erst heute eine weltweite Kommunikationsplattform zur Verfügung, die das Wissen über den Klimawandel, aber auch das Wissen über die Evolution rund um den Globus verbreiten will. Für die Hüter des Status quo ergibt sich aus dieser digitalen Verbreitung ein ernsthaftes Problem. Denn viele religiöse oder politische ideologische Vorstellungen ergeben im Lichte der Evolution nachweislich keinen Sinn. Ihre Verteidiger können zum Schutz des althergebrachten Weltbildes nur eines tun. Sie müssen versuchen, die kulturellen Schotten möglichst dicht zu halten, was im digitalen Zeitalter aber zunehmend schwieriger wird. Und genau hier liegt ein möglicher Selektionsvorteil des evolutionären Humanismus, denn er ist das bislang einzige Weltanschauungssystem, zumindest das einzige, das ich kenne, dass die großen Fragen der Menschheit, woher kommen wir, wohin gehen wir, was sollen wir tun, worauf dürfen wir hoffen, konsequent im Lichte der Evolution beantwortet. Die Zeichen stehen daher, ich meine, gar nicht einmal so schlecht, dass sich die
evolutionär-humanistische Sicht der Welt weiter ausbreiten wird und die Menschen zunehmend davon ablassen werden, die Welt aus der limitierten Perspektive des eigenen Stammes, des eigenen Volkes, der eigenen Nation oder der eigenen Religion zu begreifen. Natürlich werden diejenigen, deren Macht auf der identitären Abgrenzung der eigenen Gruppe von den anderen gründet, nichts unversucht lassen, um diesen evolutionären Schritt hin zu einem neuen planetaren Bewusstsein entgegenzutreten. Allerdings erhält dieses planetare Bewusstsein gerade heute durch die aktuellen Debatten um den Klimawandel neuen Aufschwung. Mit einer relativen Sicherheit von, sagen wir mal, 50,001% gehe ich daher davon aus, dass sich die internationalen Nationalisten, die momentan noch sehr erfolgreich nationalen Chauvinismus mit reaktionären religiösen Dogmen verbindet, dass diese internationalen der Nationalisten sich mit ihrer überkommenen Sicht der Welt nicht dauerhaft durchsetzen wird. Stattdessen werden unsere Artgenossen im Lichte der Evolution wohl zunehmend begreifen, dass Völker, Nationen, Religionen bloß vorübergehende soziale Konstrukte sind, die eine fundamentale Tatsache des Lebens allzu oft verdecken, nämlich, dass uns Menschen untereinander sehr viel mehr verbindet als trennt. Mit anderen Worten, ich wage die Prognose, dass sich die Menschen künftig immer weniger als Amerikaner, Russen, Türken, Chinesen, Inder, Tschechen, Polen oder Deutsche und auch immer weniger als Juden, Christen, Muslime, Hindus, Buddhisten oder Atheisten verstehen werden, sondern vielmehr als gleichberechtigte Mitglieder einer aufrechtgehenden Primatenspezies, die mit sich und ihren kleinen blauen Planeten sehr viel behutsamer umgehen sollte, als sie es in der Vergangenheit hat. Ich komme zum Schluss. Im Menschen ist sich die Evolution erstmalig ihrer selbst bewusst geworden. Erstmalig zumindest auf diesem Planeten, möglicherweise sogar in der gesamten Milchstraße. Dieses Bewusstsein macht uns ganz gewiss nicht zu den Herrschern der Erde. Das sind eher die Mikroben, die lange vor uns hier waren und die auch lange nach uns existieren werden. Jedoch, das Wissen um den evolutionären Wandel könnte uns sehr wohl in die Lage versetzen, einige Veränderungen bewusst zu steuern. Nicht bloß in unserem eigenen Interesse, sondern auch im Interesse anderer empfindungsfähiger Lebewesen. Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass unsere Spezies trotz des aktuellen Artensterbens, das wesentlich auf unser Konto geht, die einzige Garantie dafür ist, dass höher entwickelte Lebensformen etwas länger auf diesem Planeten existieren werden. Da nur wir das Potenzial haben, globale Katastrophen abzuwehren. Und damit meine ich nicht nur den Klimawandel. Denn der nächste Kometeneinschlag kommt ganz bestimmt, sofern die Menschen nichts dagegen unternehmen. Und dieser Einschlag könnte noch gravierendere Folgen haben als der Impact vor 66 Millionen Jahren, der den Untergang der Dinosaurier einleitet. Sollten deshalb endlich damit aufhören, die Menschheit schlecht zu reden oder sie gar als Krebsgeschwür der Erde zu betrachten, wie man es heute so häufig hört. Vergessen wir nicht, der Mensch ist, trotz seiner grauenhaften Geschichte, das mitfühlendste, klügste, fantasiebegabteste und humorvollste Tier, das sich auf diesem Planeten entwickelt hat. Jawohl! Ja, die biologische Evolution hat Jahrmilliarden gebraucht, um ein Wesen hervorzubringen, das in der Lage ist, den evolutionären Prozess zu durchschauen. Schon allein deshalb wäre es schade für uns, würden wir vorzeitig von der Bühne des Lebens abtreten. Ich danke dir auch. Wir würden gerne weitermachen. Setzen Sie sich einfach zu uns.
Aufs Sofa, komm, wir setzen uns aufs Sofa. Aber ich komme dann... Das ist doch toll. Also, Michael setzt sich aufs Sofa und ich werde rumkommen mit dem Mikro, denn es gibt bestimmt einige Fragen oder Anmerkungen. Bitte einfach die Hand heben, ich komme dann dazu. Gibt es Fragen? Da hinten. Alles gut. Hallo. Oh. Guten Abend. Ja. Hallo. Gleich zu Anfang Ihres Vortrags ging es um die Notwendigkeit und Zufall. Unter Zufall kann ich mir gut was vorstellen, aber die Notwendigkeit würde ich gerne mal definiert haben im Sinne der Evolution als Zufall und Notwendigkeit. Was ist Notwendigkeit in dem Fall? Sowas habe ich befürchtet. Na gut, wir haben relativ klare Gesetzmäßigkeiten auf allen Ebenen. Wenn X passiert, wird Y resultieren. Das ist das, was Notwendigkeit meint. Notwendigkeit, also ist also quasi ein deterministisches System, wo wir sagen können, das ist quasi der Input und das ist der Output. Was viel schwieriger eigentlich zu verstehen ist, was ist eigentlich Zufall? Denn man kann natürlich sagen, Zufall ist einfach etwas, was unvorhersehbar ist, aber das könnte ja auch auf deterministischen Prozessen beruhen. Beispielsweise jemand geht zum Bäcker und ihm fällt ein Dachziegel auf den Kopf. Dann gibt es Determinanten, die dazu geführt haben, dass jemand zum Bäcker gibt. Und es gibt auch Determinanten, die dafür gesorgt haben, dass dieser Dachziegel runterfällt. Dann wäre in dem Moment einfach der Zufall nur das Aufeinandertreffen von zwei Determinationslinien, die wir nicht berechnen konnten. Aber es kann eben Zufall auch auf einer sehr tieferen Ebene geben, als echten Zufall, das, was beispielsweise in der Quantenphysik beschrieben wird. Das heißt, dass, obwohl es da einen großen Streit drüber gibt, ob es nicht irgendwie eine implizite Ordnung gibt, die gewissermaßen das wieder kausal definieren könnte. Das war der große Streit zwischen Albert Einstein und den Quantenphysikern auf der anderen Seite. Deswegen dann eben Einstein sagte, dass Gott bei ihm natürlich nur ein metaphysischer, also ein metaphorischer Gott, ja, nicht würfelt. Er war kein gläubiger Mensch. Hat an keinen Gott geglaubt als personales Wesen. Aber er wollte damit ausdrücken, dass er sich nicht vorstellen kann, dass Zufall etwas ist, was quasi im ein Grundprinzip des Universums sein könnte. Dieser Streit ist noch nicht ganz ausgefochten, aber es gibt immer mehr Belege auf unterschiedlichsten Ebenen, die zeigen, dass es wirkliche Zufallsereignisse gibt, die möglicherweise also tatsächlich echter Zufall sind. Nicht nur das Aufeinandertreffen, unerwartete Aufeinandertreffen von verschiedenen Determinationslinien, von Kausalketten, sondern dass tatsächlich echter Zufall existiert in der Natur. Wie gesagt, in der Quantenphysik ist es da so, aber wir haben es mittlerweile auch schon auf der Ebene der Biologie. Da gab es auch eine Debatte darüber, ob es notwendigerweise zu intelligenten Lebensformen wie dem Menschen gekommen ist oder ob das abhängig ist von echten Zufällen. Man hat ganz, ganz aufwendige Untersuchungen gemacht, hat Bakterienkulturen gezüchtet von einer Generation zur nächsten, also Hunderttausende von Generationen sind da immer wieder entstanden. Man hat beobachtet, was ist da passiert. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, ich habe leider die Zahl vergessen, ich hatte es aber gelesen, in einer von Hunderttausenden von Generationen ist eine Mutante aufgetreten, die man sich absolut nicht erklären konnte und die hat einen Selektionsvorteil gehabt. Weswegen sich ein Bakterienstamm anders verhalten hat und sich anders ausbreiten konnte. Also das wird jetzt also experimentell untersucht, auch in der Biologie. Und das ist eigentlich viel schwieriger zu begreifen als Notwendigkeit. Weil Notwendigkeit ist etwas, mit dem wir gut umgehen können. Unser ganzes Denksystem beruht darauf, dass wir Kausalketten aufbauen. Wenn A, dann B. Ja? Und wenn B, dann C. Aber dass dann plötzlich etwas passiert, was wir nicht kausal erklären können, ist etwas, was unserem eigenen Denksystem widerspricht. Es muss aber nicht bedeuten, dass es so etwas nicht in der Natur gibt. Es bedeutet nur, dass wir
als Lebewesen, die an eine spezifische ökologische Nische angepasst sind, mit Zufällen schlecht umgehen können. Ja, und das ist das, was ich versucht habe, hier darzustellen. Ist leider sehr abstrakt, aber so. Ja. Armin Schreiner, hallo. Ja. Michael Gut, gebrüllt Löwe. Ich möchte als Biologe eben noch mal ganz kurz zu der vorhergehenden Frage eine ganz einfache biologische Antwort geben, was Notwendigkeit ist, wenn eben durch eine Mutation ein Vogel mit einem ganz krummen Schnabel, der keine Nahrung oder zur Nahrungsaufnahme nicht geeignet ist, zur Welt kommt, folgt halt notwendigerweise, dass dieser Vogel nicht lange lebt und sich nicht vermehrt und ja entsprechend dieses Merkmal dann auch ausstirbt, ja, ganz schnell wieder. Also das ist einfach die Notwendigkeit, die dahinter steht, wenn sich eben irgendeine Veränderung ergibt. Das gibt's im Positiven wie im Negativen und so weiter. Ich finde, der Begriff Notwendigkeit im Gegensatz zum Zufall beschreibt das eigentlich ganz gut. Zum Zufall, ja, da fällt mir jetzt eigentlich nur ein, die Brownsche Molekularbewegung, so habe ich mir eigentlich immer erklärt, ja klar, gibt Zufälle, ja, weil die kann man nicht berechnen, die ist total chaotisch und dann gibt es eben Zufälle. Ob man da jetzt tatsächlich noch viel weiter einsteigen kann, ist eine Frage, die ich mir bisher nicht gestellt habe und von daher war das jetzt gerade spannend, was ich gehört habe. Aber ich möchte eigentlich zu dem gut gebrüllten direkt mal was sagen, und zwar ein bisschen Wasser in den Wein schütten durch zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, die vielleicht ja dazu führen, dass man eben doch nicht so hoffnungsvoll, sondern eher realistisch in die Zukunft blicken kann. Das erste wäre, was überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist, ist ja der zum Beispiel von Richard Dawkins schon für die Gene auf genetischer Ebene postulierte Egoismus. Von daher ist die wirtschaftliche Komponente, die unser aller Handeln antreibt, ja eine kulturelle Errungenschaft, die nicht unbedingt positiv wirkt für die Gesamtgesellschaft, eventuell auch humanistischen Prinzipien entgegensteht. Also das ist vielleicht auch der Grund, warum eben so viel Nationalismus oder Kontraintegration und so weiter hier auf der Welt passiert, weil eben die Leute sich wirtschaftliche Vorteile davon versprechen, wenn sie sich abschotten gegenüber anderen. Und das ist ein Prinzip, das meiner Ansicht nach in uns allen inne wohnt und das wir gar nicht so abstellen können. Ja, es sei denn, möglicherweise tatsächlich durch eine weise Zentralregierung der Menschheit oder so. Aber wie will man die installieren, ohne demokratische Prinzipien zu gefährden? Das ist also wirklich diese kernige Frage, die dahinter steht. Der zweite Punkt geht dann in Richtung Transhumanismus und weitergehend künstliche Intelligenz. Du hast wunderschön dargestellt von der kosmischen Evolution bis zur kulturellen Evolution, dass alles Evolutionsprozesse sind. Könnte es nicht sogar sein, dass wir jetzt mit der künstlichen Intelligenz, wenn man denn davon ausgeht, dass ein Bewusstsein eine Systemeigenschaft von unheimlich vielen Verschaltungen ist, könnte es nicht sein, dass eine künstlich hergestellte Intelligenz letztlich so viel erfolgreicher ist und quasi wir hier nur das biologische Starterprogramm für was ganz, ganz Neues sind, was uns dann tatsächlich selber auch abschaffen könnte. Dankeschön. Zwei sehr komplexe Fragen. Zunächst einmal hast du natürlich recht. Wir können ja sagen, Eigennutz ist ein Grundprinzip des Lebens. Denn Lebewesen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie quasi Wohl- und Wehempfindung haben, dass sie wissen, was ein aversiver Reiz ist, was ein positiver Reiz ist und den aversiven Reiz meiden und den positiven Reiz suchen. Das heißt, das ist etwas, was aufgetreten ist, was sehr, sehr kompliziert ist. Ich habe es versucht anzudeuten, aber da müsst ihr natürlich ganz in die Tiefe gehen. Das ist entstanden. Deswegen, als ich gesagt habe, es kann auf kultureller Ebene nichts funktionieren, was biologischen, chemischen und physikalischen Prinzipien entspricht, damit habe ich letztlich auch gesagt, es kann auf kultureller Ebene nichts geben, was Menschen tun, was nicht ihrem Eigennutz entspricht. Ich würde aber im Unterschied zu Richard Dawkins sehr stark unterscheiden zwischen Eigennutz und Egoismus.
Denn wir wissen ja aus der Natur, dass Kooperation, Altruismus, Opferbereitschaft auch ein wesentliches Ergebnis evolutionärer Prozesse ist. Das heißt, der Eigennutz ist nicht in dem Sinne von Egoismus, dass sich da nur ein Ich um sich selbst kümmert, sondern Eigennutz bedeutet sehr viel mehr. Eigennutz kann sich eben auch darin zeigen, dass ich mich für andere aufopfere und mich deswegen besser fühle. Dahinter sind wiederum biologische Programme, die das unterstützen. Ja, das können wir verstehen. Und deswegen ist einer meiner Kritikpunkte im Moment ich bin ja wirklich auf der Seite derer, die sagen, wir müssen endlich eine vernünftige Klimapolitik machen. Aber wir dürfen nicht darauf setzen, dass Individuen freiwillig verzichten werden. Das wird nicht funktionieren. Es hat noch nie funktioniert in keiner Gesellschaftsformation. Es wird auch nicht funktionieren, dass da ein Waisenrat existiert, der irgendwas bestimmt. All das wird nicht funktionieren. Du musst tatsächlich etwas machen, was den Eigennutz, darüber habe ich ja schon im Manifest geschrieben und bei Hoffnung Mensch, das den Eigennutz in vernünftige Bahnen lenkt. Und das ist möglich. Denn natürlich hat ja kein Betrieb und kein Unternehmen, kein Konzern und kein einzelner Mensch und auch keine Gruppe von Menschen etwas davon, wenn wir tatsächlich unsere ökologische Nische komplett zerstören. Davon hat niemand was. Das Problem ist, im Moment rechnet sich das für das Individuum nicht, sich ökologisch vernünftig zu verhalten. Also müssen wir Spielregeln definieren, die dazu führen, dass es im eigennützigen Interesse der Unternehmen ist, im eigennützigen Interesse der Individuen, etwas zu tun, was im Moment diese Klimaveränderung, den Anstieg der globalen Temperaturen zurücklässt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Ja, also du kannst den Eigennutz antriggern, du musst den Eigennutz antriggern, wenn es funktioniert. Das ist etwas, was Adam Smith schon vor 200 Jahren entdeckt hat, dass, oder 150, ein bisschen mehr, wir erwarten nicht von der Güte des Bäckers, dass er uns leckere Brötchen bereitstellt, sondern von seinem eigennützigen Interesse, bessere Brötchen zu backen als der andere. Also müssen wir das einsetzen. Wir brauchen vernünftige Spielregeln. Und darüber müssen wir heute diskutieren. Es geht nicht darum, symbolische Politik zu betreiben und den Leuten irgendwie weiß zu machen, wenn du XY nicht mehr tust, wird die Welt gerettet. So wird es nicht funktionieren. Wir brauchen vernünftige Spielregeln. Und das Problem habe ich ja angedeutet, darauf bist du ja eingegangen, dieser Nationalismus, die Konzentration aufs eigene Volk, die Interessen der eigenen Nation, America first, egal was, in welches Land du guckst, hast du diese nationalen oder religiösen Borniertheiten. Und die stehen natürlich einem solchen planetaren Bewusstsein im Wege. Das ist ein Problem, deswegen habe ich das Buch geschrieben über die Grenzen der Toleranz. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, dass wir genau diese Position überwinden. Andererseits müssen wir aber auch verstehen, warum es diese Entwicklung überhaupt gibt. Diese Entwicklung gibt es deshalb, weil wir in einer Phase des extrem beschleunigten Wandels sind. Ich habe es ja angedeutet, mit der Erfindung neuer Medien wird die Prozessgeschwindigkeit in der kulturellen Evolution massiv erhöht. Und es gibt Menschen, die damit nicht zurechtkommen. Wir haben heute einen schnelleren Wandel. Innerhalb von Monaten passiert das, was früher über Jahrhunderte sich verändert hat. Und das heißt, du wirst eine große Menge von Menschen haben, die mit diesen Wandlungsprozessen nicht zurechtkommen. Und diese quasi kulturell Zurückgebliebenen, die suchen sich natürlich dann eine entsprechende ökologische Nische. Und dann ist es natürlich ein Herrschaftsinstrument, den Leuten klarzumachen, ja, dass sie quasi einer auserwählten Gruppe angehören und darüber die eigene Macht zu zementieren. Das ist etwas, dagegen müssen wir massiv vorgehen. Ja, aber ich glaube auch, dass es funktionieren wird, weil diese Position nur möglich ist, wenn den Menschen viele weitere wichtige Informationen vorenthalten werden. Und genau das ist aber heute immer schwieriger möglich. Deswegen sagte ich ja, ich glaube ja nicht irgendwie zu 80%, dass wir es packen, aber zu 50,0001% bin ich davon überzeugt, dass das Internet uns helfen wird, diese Position klarer zu machen, weil immer mehr Menschen auf der ganzen Welt begreifen,
selbst in Ländern, wo das total gefährlich ist, dass die Welt eben nicht den Regeln folgt, die religiöse Fundamentalisten oder nationale Chauvinisten vorgeben. Und das ist der Selektionsvorteil, den der evolutionäre Humanismus in der heutigen Zeit meines Erachtens hat. Es ist ein minimaler Evolutionsvorteil. Wir müssen keine Informationen den Leuten vorenthalten. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Informationen fließen. Das ist ein wichtiger Vorteil. Und deswegen da mein Optimismus. Zur zweiten Frage. Ja, der Begriff des Transhumanismus kommt ja wie der Begriff des evolutionären Humanismus auch von Julian Huxley. Er hat sich aber was anderes darunter wahrscheinlich vorgestellt, als das, was heutige Transhumanisten damit machen. Was nicht heißt, dass die Transhumanisten böse sind oder dass sie mit allen Punkten falsch liegen. Aber ich selbst würde mich nicht als Transhumanist verstehen. Natürlich wird es einen technischen Evolutionsprozess geben. Die künstliche Intelligenz ist schon sehr weit entwickelt und wir müssen dafür sorgen, dass auch das mit vernünftigen Spielregeln passiert, dass Menschenrechte geachtet werden. Ich habe aber persönlich überhaupt gar keine Angst vor künstlicher Intelligenz. Ich habe Angst vor künstlicher Dummheit. Künstliche Dummheit ist, wenn entweder Algorithmen ein vernünftiges Ziel nicht wirklich umsetzen können oder wenn Algorithmen gut programmiert sind in der Umsetzung dummer Ziele. Ja, beides sind höchst gefährliche Prozesse, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Deswegen hat die Giordano-Bruno-Stiftung ja auch eine Broschüre, ich weiß gar nicht, ob sie da hinten auslegt, zu Fragen der digitalen Menschenrechte rausgebracht. Wir müssen jetzt für die Spielregeln sorgen, die verhindern, dass KI-Systeme eingesetzt werden zur Unterdrückung von Menschen. Also künstliche Intelligenz würde ich schon so definieren, also es ist der kategorische Imperativ jeder künstlichen Intelligenz, die Menschenwürde zu achten und zu schützen. Programme, die das Gegenteil tun, sind nicht künstliche Intelligenz, sondern sind künstlich dumm. Und das sollten wir tatsächlich auf jeden Fall verhindern. Wir haben noch ein paar Fragen, Michael. Ja, okay, Entschuldigung. Was Trump und Co. betrifft. Also wir verdanken doch alle unsere Geburt dem Zufall. Ja. Ja? Also wir könnten auch ein paar Wähler irgendwo in Rio de Janeiro zur Welt gekommen sein. Und wenn ich mir aber so einen Bert Höcke vorstelle, dann zweifle ich wirklich an der Notwendigkeit. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe hier. Ja. Ist ein bisschen satirisch gemeint natürlich. Wir sind alle zufällig in unsere jeweilige Welt geboren ja. worden. Das ist ein reiner Zufall. Ne? Ja. Wir hätten auch in irgendeiner Bretterbude in Rio de Janeiro zur Welt kommen können. Ja. Und dann fällt mir zur Notwendigkeit nur ein, wenn ich mir so ein Bert Höcke bildlich vorstelle, oder wie auch immer, sagen wir es schon tun, ja. dann zweifle ich an der Notwendigkeit. Ne? Ach so, an der Notwendigkeit dieser Existenz. Ja, kann man. Ich habe auch ein bisschen Wasser in den ja. Wein. Und das bezieht sich auf diesen Begriff Information. Ja. Information ist ja nicht notwendigerweise wahr. Und mit dieser Information, sprich Fehlinformation, sprich Fake News, wird ja heute Machtpolitik betrieben. Und zwar nicht nur von Herrn Trump. Ja. sondern auch von allen großen Konzernen dieser Welt, die so reich und mächtig sind und nur noch den Eigennutz, nämlich die Profitmaximierung für ihre Shareholder im Sinn haben, ja, dass da drin eine ungeheure Gefahr besteht, wenn die jetzt auch noch digital derart aufgerüstet sind. Die können nämlich dann informativ oder informationspolitisch mit uns machen, was sie wollen. Ja, wobei natürlich auch die Gegenseite informationstechnisch aufrüsten kann. Das machen wir ja auch als Stiftung. Wir haben, glaube ich, den Erfolg, den wir haben, nur deshalb, weil es diese neuen Medien gibt. Früher wäre es viel, viel schwieriger gewesen, mit diesen Positionen in die öffentliche Debatte hineinzugelangen. Natürlich haben wir das Problem, dass das Fake News erzeugt. Ja, das ist richtig. Aber man muss sich mal anschauen, also A ist Google ja nicht böse. Google gibt es unterschiedliche Strategien, aber das sind glücklicherweise, es ist auch ein Moment, das ist zufällig. Es sind im Moment die reichsten Menschen der Welt.
und die Leute, die im Besitz dieser Plattformen sind, eher aufgeschlossen der Denkweise, die ich hier dargestellt habe. Das war in den 90er Jahren noch ganz, ganz anders. Da waren Leute wie Murdoch an der Macht, Berlusconi und Co. Deren Systeme sind aber zusammengebrochen. Wir haben jetzt Leute, die tatsächlich Serien produzieren wie Cosmos. Also die alte Serie von Carl Sagan ist finanziert worden, genau von diesen Leuten. Wir haben ein gewissermaßen ein großes Glück im Moment, dass tatsächlich klar, wir haben diese Trolls aus Russland, die finanziert werden vom Staat. Wir haben auch in China, wir haben in Amerika, wir wissen die ganze Geschichte von Snowden, die haben wir auch hier, das ist absolut klar. Es gibt ganz viele Existenzen auf Facebook, wo keine realen Menschen dahinter sind. Die Bots werden immer besser. Ja, also Google hat ein Assistenzsystem vorgestellt, das so gut sprechen kann, dass man es absolut für einen Menschen hält, mit dem er da kommuniziert. Ja, das ist eine der Sachen, die ich habe mal einen Vortrag gehalten über künstliche Intelligenz und künstliche Dummheit, als notwendig erachte, dass wir eine Anti-Turing-Routine entwickeln. Also Turing-Test ist der Test, wenn ein künstliches System Menschen so erfolgreich täuschen kann, dass wir nicht mehr zwischen einem Menschen und diesem künstlichen System unterscheiden können, dann hat ein System den Turing-Test bestanden. Bisher gibt es noch kein System, das es perfekt geschafft hat, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Das heißt aber nicht, dass dieses System, das uns vorgaukelt, Bewusstsein zu haben, tatsächlich Bewusstsein hat. Sondern es ist eben in der Lage, uns erfolgreich zu täuschen. Das ist übrigens schon dem ersten System, nämlich von Eliza, von Joseph Weizenbaum in den 70er Jahren, frühen 70er Jahren entwickelt, gelungen. Da haben Leute gedacht, das ist eine ganz fantastisch empathische Therapeutin. Dabei war es nur eine Textdatenbank mit bestimmten Routinen, die da funktioniert haben. Also das ist etwas, was hochgefährlich ist. Deswegen meine ich, wir müssen zwingend, und das ist eine Spielregel, die wir jetzt implantieren müssen, zwingend verlangen, dass jedes System, das Menschen täuschen kann, das den Turing-Test bestehen kann, mit einer einfachen Anti-Turing-Routine sich selbst entlarvt als etwas, das eben kein Bewusstsein hat, das keine Empfindung hat, das nur so tut, als hätte es Bewusstsein und Empfindung. Das muss zwingend vorgeschrieben werden und das muss in den nächsten 10 Jahren passieren, weil sonst ist der Zug abgefahren. Genau, ja, das müssen wir natürlich machen. Ansonsten gebe ich natürlich recht, diese Gefahr ist richtig groß und das, was Trump macht, was ja Steve Bannon mitentwickelt hat, also diese Aushöhlung des Wahrheitsbegriffs, dass er heute das behauptet, morgen das, dass er nicht mehr von Fakten ausgeht, sondern von alternativen Fakten dann spricht. Das ist hochgefährlich, das ist ein Instrument von Herrschaft. Kein Stechner hat es mal sehr schön erklärt, warum das so hilfreich ist, die Menschen dumm zu halten. Auf hohlen Köpfen ist gut trommeln, hat Karl Stechner das genannt. Und das ist natürlich ein Phänomen, das jetzt da ist. Gleichzeitig gibt es aber auch die Gegenentwicklung. Das kennen wir aus der Evolution. Ja, das Räuber-Beute-Beziehungen, wenn der eine aufrüstet, rüsten die anderen auch auf. Mehr und mehr Menschen begreifen, dass die alten Systeme nicht mehr funktionieren. Das ist einer der Gründe, warum wir weltweit einen Säkularisierungsprozess haben. Übrigens am stärksten, was hier kaum thematisiert wird, in den islamischen Ländern. Im Iran, die städtische Jugend in Teheran hat mit den Mullahs nichts mehr zu tun. Und warum? Weil die Zugriff haben auf dieses Wissen. Ja, und das ist die große Hoffnung. Deswegen meine ich, 50,0001% Stimmen sprechen doch dafür, dass wir die Sache irgendwie packen werden. Oder um Frau Merkel zu zitieren, wir schaffen das. Herr Schmidt-Salomon, schönen Dank für Ihren hochaggregierten Vortrag. Jetzt möchte ich Ihnen gerne eine Frage stellen. Was ist das Schönste an der Wirklichkeit? Sie können direkt antworten. Eine tolle Frage. Sie können auch zögern und dann. Naja, ich kann sofort antworten. Sie können auch mich fragen. Ich bin ja Epikureer. Bitte? Ich bin Epikureer. Das heißt, ja. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas Sinnvolles gibt in der Welt. Also
das nicht sinnlich wahrnehmbar ist. Das Schönste in der Welt ist das, was wir sinnlich wahrnehmen können als einen positiven Reiz. Ja, deswegen, ich habe eben ja auch Volker Sommer bin ich gefolgt und habe Wein getrunken. Wir von der Giordano-Bruno-Stiftung gehören zu den Leuten, die nicht nur Wein predigen, sondern ihn auch trinken. Wollen Sie vielleicht auch meine Antwort erfahren? Meine Antwort auch? Was? Wollen Sie auch meine Antwort erfahren? Wein? Auf seine Antwort. Achso, ja, nee, klar, sicher. Tatsächlich. Gern. Ja, ich würde sagen, die Möglichkeit. Die Möglichkeit? Ja. Gemütlichkeit? Ja. Die Möglichkeit, Sie haben doch gesagt, Sie zeichnen sich aus als Possibilist. Mhm. Dass es darauf anspielt. Jetzt noch eine Frage. Eine sehr schöne Antwort, die werde ich das nächste Mal geben, wenn mich jemand fragt. Ja, schön, dass Sie auch mal was mitnehmen. Sie haben mir auch viel gegeben. Jetzt noch eine Bemerkung. Ich habe bisher Evolution immer so verstanden, als Einheit der Differenz von Differenz und Anpassung. Und ich habe doch vermisst das Wort Anpassung einige Male. Also zum Beispiel auch der Unterschied, den Sie gemacht haben zwischen Eigennutz und Egoismus. Und der Eigennutz ist zum großen Teil auf Anpassung aus. Wir mögen es nicht, isoliert zu werden. Soziale Isolation ist eines der schrecklichsten Ereignisse. Und deshalb sind wir zur Anpassung gezwungen. Und das ist auch unsere große Chance, gegenüber diesen vorherrschenden Krisen aktiv zu werden. Und wirklich auch den Stufengang des Wert, des Riskierens und des Nachgebens gleichzeitig zu unternehmen. Ich meine auch, dass heutzutage mehr und mehr nicht nacheinander passiert. Es mag vielleicht für die evolutionäre Perspektive so ein bisschen irritierend sein, aber das ist ja auch ganz gut. Es geht das Nebeneinander von Wagen und Nachgeben gleichzeitig. Und das natürlich im Sinne der evolutionären Perspektive, finde ich das wunderbar. So, das zusammen, vielleicht können Sie dazu noch mal Stellung nehmen. Ja, also der Eigennutz zwingt uns natürlich immer zu Anpassungen. Und was wir beobachten können, schon in der biologischen Evolution, hat die Anpassung des individuellen Eigennutzes, dem wiederum ein genetischer Prozess zugrunde liegt, dem wiederum ein chemischer Prozess zugrunde liegt und so weiter, sogar ein physikalischer Prozess, nämlich die Selbstorganisation. Diese Anpassung hat uns Menschen dazu gebracht, geborene Teamplayer zu sein. Also genauso wie die Raubkatzen dahingehend selektioniert worden sind, dass sie so kräftig und schnell sind und so einen guten Biss haben, sind Menschen über die Jahrhunderttausende, Jahrmillionen, schon unsere Vorgänger, dahingehend selektioniert worden, dass sie Teamplayer sind, dass sie sich gar nicht selbst verstehen können, wenn sie sich nicht als Gruppenwesen wahrnehmen. Man sieht das an den unglaublich vielen Gesichtsmuskeln, die wir im Gesicht haben, um unsere Gefühle auszudrücken. Man sieht das an dem Augenweiß. Das haben die anderen Primaten nicht. Wir Menschen können schon aus der Entfernung sehen, wohin jemand guckt und wie er irgendwo hinguckt. Es müssen also extremen Selektionsdruck gegeben haben, dahingehend, dass Menschen ihren Eigennutz schon in der Gruppe gesehen haben. Das ist etwas, was quasi evolutionär bei uns stark angelegt ist, was positive Konsequenzen hat, aber auch sehr negative. Denn das hat eben auch dazu geführt, dass Menschen sich eben, das hat ja auch Volker Sommer in seinem Vortrag dargestellt, das machen schon Schimpansen, über kulturelle Artefakte von anderen abgrenzen. Und deswegen gehen Nächstenliebe und fernsten Hass meist Hand in Hand. Man hat ganz andere Regeln, die man befolgen muss im Umgang mit den guten Mitgliedern der eigenen Gruppe, als die Regeln, die man befolgen muss im Umgang mit anderen. Das ist etwas, was uns evolutionär mitgegeben ist und was Trump und Co. im Moment nutzt. Das, was der evolutionäre Humanismus bedeutet, das planetare Bewusstsein, ist etwas, was gewissermaßen auf diesen Prozessen aufbaut, aber was darauf aufbaut, dass der empathische Kreis erweitert worden ist. Am Anfang war der empathische Kreis galt nur für die eigene Sippe. Ja, für einen kleinen Stamm. Das wurde dann im Zuge der kulturellen Evolution erweitert auf die eigene Religion.
Später kam dann die eigene Nation dazu. Was wir heute machen wollen, deswegen hatten wir im letzten Jahr diese Kampagne Weltbürger statt Reichsbürger. Wir müssen es jetzt schaffen, das auf die Ebene der einen Menschheit zu bringen. Und immerhin haben wir eine UN-Menschenrechtserklärung. Das ist das erste Dokument, in dem quasi die politisch Verantwortlichen, die wurden dazu gedrängt von der Pariser Bevölkerung. Die hätten das Chalet dort überhaupt nicht verlassen können, wenn die Pariser die nicht so gedrängt hätten, wenn nicht sogar die UN-Generalversammlung gestürmt worden wäre durch die Aktivisten der Weltbürgerbewegung. Also, dass die damals nicht alle dachten, alle Menschen sind frei und gleich in Würde und Rechten geboren, ist vollkommen klar. Aber das hat ein neues evolutionäres Spiel eröffnet. Und heute definieren sich mehr Menschen weltweit trotz Trump und Co. als Weltbürger als jemals zuvor in der Geschichte dieser Spezies. Und ich glaube, dass sich dieser empathische Kreis eben weiter ausdehnen wird. Wir sehen es ja jetzt zum Beispiel bei den Diskussionen über Tierrechte. Also diese Gattung Homo sapiens ist offensichtlich in der Lage, die Empathie auch noch über die eigene Artgrenze hinaus auszudehnen. Das ist etwas, was im kulturellen Spiel erst sehr spät erfolgt ist, was aber letztlich auf den gleichen Prinzipien gründet, nämlich auf unsere Fähigkeit, uns in andere hineinzuversetzen. Wir Menschen sind die Weltmeister darin. Keine andere Spezies ist so in der Lage, sich in irgendjemand anderen oder auch sogar in andere Arten hineinzuversetzen, mit den entsprechenden Fehlern, die da auftreten natürlich. Aber wir haben ein Bedürfnis, oder nicht nur ein Bedürfnis, wir haben einen inneren Zwang, nachzuempfinden, was andere durchmachen. Ja, und auf der Basis können wir als evolutionäre Humanisten aufbauen. Und diese Basis müssen alle Nationalisten gewissermaßen verdrängen. Die müssen nämlich zeigen, dass die anderen, ob das jetzt Mexikaner sind, ob das Muslime sind, ob das wer auch immer das sein mag, keine echten Menschen sind. Und das verlangt den Menschen sehr viel ab. Sie müssen zumindest ihre Empathiezentren abschalten. Und das ist wiederum eine Hoffnung, die man heute haben kann, dass man eben zeigt, okay, guckt euch die Welt an, guckt euch an, wie die Menschen leben. Ihr werdet überall, egal in welcher Kultur, ähnliche Verhaltensweisen finden. Die Menschen, die Eltern lieben ihre Kinder in der Regel, ist nicht immer so, aber in der Regel ist das etwas, das ist auch das, was Christoph Antweiler am Anfang hier gesagt hat, es gibt diese Universalien. Wir sehen immer die Unterschiede in den Kulturen, aber es verbindet uns einfach sehr viel mehr, als uns trennt. Und wenn uns das gelingt, das allen Menschen bewusst zu machen, und da müssen wir natürlich dran arbeiten noch, dann ist es eine große, große Chance, dass wir auch diese planetare Aufgabe richtig angehen können. Ich finde, dass das ein sehr schönes Schlusswort ist und diese Woche rund um die Evolution wunderbar abschließt, weil das war jetzt heute unser letzter Vortrag. Bist du einverstanden, dass Absolut. Das Schlusswort ist? Muss wunderbar. Weg. Ja, ja. Gut, dann nochmal einen ganz großen Dank für deinen Vortrag, dein Kommen. Danke. Dankeschön. Weil auch wir nicht nur Wein predigen, sondern auch trinken, ja. Kriegst natürlich auch du Wein von uns. Ja, und danke schön. Danke. Egal, da danke. Genau. Normalerweise hat auch derjenige immer den letzten Satz. Ich möchte euch allen danken, also Eva, Ricarda, Achim, Bernd, alle, die hier waren, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, die das möglich gemacht haben. Das war unglaubliche Leistung, das durchzuziehen, die ganzen Schulklassen hier durchzuführen. Also vielen, vielen Dank von mir an euch. Danke. Danke. Ja. Ja, das nimmt vorweg, was ich jetzt noch sagen möchte. Genau, einen großen Dank an alle, die das hier realisiert haben.
allen voran die Helfer vom DAR, Ricarda Hinz, unsere Referenten. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich weiß, manche waren jeden Tag hier oder fast jeden Tag. Also ganz toll, das große Interesse an diesem Thema. Wir werden auch irgendwie dranbleiben. Danke an die Kooperationspartner, Aqua zu Löbbecke Museum, Neandertal Museum, HVD, Krass e.V. und, habe ich mal vergessen, EvoKids, natürlich EvoKids, die das Ganze gesponsert und als Schirmherr fungiert haben. Danke an den Künstler Bernd Kammermeier, der die Zeichnungen des Evolutionsweges gemacht hat. Bernd, stell dich mal hin. Ja, bitte. Das ist ja. Bernd. Danke auch an die Technik natürlich und an das Catering da hinten, an den Büchertisch. Genau. Wir, Jochen. Jochen von der Kamera, also ein Zusammenspiel von vielen Menschen, die das möglich gemacht haben hier. Wir sind morgen ein letztes Mal hier. Da können Sie die Ausstellung besuchen, nochmal von 12 bis 16 Uhr und dann endet die Woche. Wir sind wieder zu sehen am 28. November schon. Da sind wir in der Jazzschmiede hier in Düsseldorf zum Thema Exit, warum wir weniger Religion brauchen. Also eine Diskussionsveranstaltung basierend auf einem Buch, moderiert auch und so weiter. Also können Sie die nächste Gelegenheit ergreifen, uns zu treffen. Ja, ansonsten werden wir versuchen, diesen Evolutionsweg hier im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr fest auf einem Kilometer zu installieren, sodass er dann auf einem Kilometer abgewandert werden kann und dauerhaft bleibt. Vielen Dank.